Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Heute möchte ich an Dietmar Borek erinnern. Dietmar kennen viele von euch. Ein eher kleiner Mann, Handwerker, Heizungsbauer, Installateur, Geomant, hatte Bienen, hatte Tänze gesammelt im Lebensgarten, leitete oft das Tanzen im Lebensgarten an und war ein zuverlässiger Abholer von Gästen. Man konnte sich auf ihn verlassen. Und was ihn vor allem ausgezeichnet hat, war, dass er auch das Sitzen schätzte. Er war zuverlässig jeden Morgen um 17:45 in der Sendo. Wenn man ungefähr zeitgleich mit ihm da ankam, dann hörte man das Klappern seiner großen eisernen Teekanne, mit der er dann nach der Sitzrunde später den Tee ausgeschenkt hat für uns alle. Und er ist jetzt im Alter von 70 Jahren gestorben, am vorletzten Freitag. Er wohnte zum Schluss nicht mehr im Heilehaus, wie wir ihn noch kennen, gewohnheitsmäßig da unterm Dach. Hatte er eine Wohnung für eine Person und er war gleichzeitig der Hausmeister des Heilehauses und hat sich auch darum gekümmert, dass die Heizung funktionierte, die Gäste noch zu später Stunde ins Heilehaus hineinkamen, dass niemand bei feuchtem Laub und Schnee zu Fall kam, weil er da gefegt hat. Ja, und alles in allem hat Dietmar ein sehr bescheidenes Leben geführt. Er ist mit sehr wenig Geld ausgekommen. Er hatte immer einen funktionierenden Apple-Computer, der die Verbindung zwischen ihm und dem Rest der Welt darstellte. Und ansonsten gehörten ihm seine Werkzeugtasche und einige Werkzeuge, einige Bienensachen, Entdeckelungsgabeln und so weiter, was man halt zum Imkern so braucht, einen Bienenanzug und so fort. Und er interessierte sich dafür, wie man Bienen so halten kann, dass sie möglichst ungestört werden von den menschlichen Eingriffen. Deshalb besuchte er auch einen Kurs für wesensgemäße Bienenhaltung bei zwei Anthroposophen und baute spezielle Beuten. Wir haben in unserem Bienenschuppen da hinten noch so einen Korb hängen, den wir mit ihm zusammen damals gebaut haben. Den haben allerdings die Hornissen irgendwann bevölkert, aber macht nichts. Die Idee war, dass die Bienen sich da besonders wohl drin fühlen konnten. Und da hatte er viel experimentiert. Außerdem hat er eine Geomantie-Ausbildung gemacht mit Pogatschnik und anderen Leuten, die sich mit Routen gehen und Erdkräften beschäftigen, war in Chartres, hat sich da ein eigenes Bild von den Energien gemacht, die in dieser großen Kirche herrschen und dem aus der Sakristei da in alle Welt verstreut werden. Und er hatte halt eine Reihe von Papieren und wenn er auf was Interessantes stieß, was auch manchmal so ein bisschen verschwörerisch war,
dann hat er das gesammelt und hat uns gewarnt vor Harp, der Magnetokampfführung der USA mit so einem großen Zentrum, mit dem, wodurch elektromagnetische Wellen die Menschen eigentlich beeinflusst werden. Oder er war ein ständiger Beobachter der Chemtrails, der Flugzeuge, ja, die ja auch das Wetter beeinflussen sollten und so, und die auch tatsächlich den Treibstoffen zugemischt wurden. Klar, dass er also, wenn dann eher der Biomedizin vertraute, aber er war auch kein großer Arztgänger. Er hatte sein Leben einfach eingerichtet. Er machte, wenn es wichtig war, Montagen an Heizungen im großen Gebäude und bei uns in den kleineren Häusern, installierte da manches Wasserrohr und so weiter. Aber er war jetzt kein sehr engagierter Arbeiter. Er hat es geschätzt, möglichst viel freie Zeit zu haben. Und sein Routinetag begann morgens mit dem Teewasser kochen, 17:45 in der Sendo sein, Teezeremonie machen, eventuell noch tanzen, wenn draußen auf dem Platz getanzt wurde. Dann schlurfte er gemütlich nach Hause, man hörte seine Teedings da klappern, bis er da angekommen war. Später machte er dann einen kleinen Ausflug zu Monis Teelädchen und Souvenirlädchen, hätte ich jetzt fast gesagt. Jedenfalls hatte ja Moni da eine wunderbare Kaffeemaschine. Und da leistete sich Dietmar den Luxus eines wunderbaren Kaffees, Latte Macchiatos, Cappuccinos, je nachdem. Und dann hatte er da so seine Gespräche und ja, irgendwann im Laufe des Tages war er wieder zu Hause. Er nutzte auch die Lebensmittelangebote, die andere hatten für ihn. Und er konnte sich auf diese Weise mit wenig und einem geringen Fußabdruck durchschlagen durchs Leben. Er hatte natürlich Barfußschuhe oder Mokassins. Er konnte also die Erde unter sich fühlen. Er war ja Geomant. Beim Gehen, er hat mir gezeigt, wie man so geht, dass einem der Rücken nicht wehtut und so. Und er war in den Versammlungen, machte er so irgendwann sein Dietmar-Einsatz-Statement. Das traf immer den Nagel auf den Kopf, wenn er da was sagte. War wirklich immer ein doller Beitrag. Andere haben sich da ewig ausgelassen und er machte irgendwann diesen einen Satz und das war's dann. Also er hatte ein wunderbares Lachen, wenn er sich, er hatte viel Humor und wenn man irgendwas erzählte, was humorvoll war, dann lachte er über die Maßen, so eine schöne, kindlich natürliche Lache. Und beispielsweise, wenn man ihm diese Geschichte erzählte, neben vielen anderen Sachen, die ich euch jetzt erzählen werde, da, das ist eine Geschichte von Martin Buber aus der Chassidim, die handelt von einem Mann, der mit seiner Frau und seinen 6 Kindern und seinen Schwiegereltern in einem Zimmer leben musste. Und der das Leben in diesem einen Zimmer äußerst beschwerlich fand, irgendwie so eng und laut und so. Und naja, und dieser Mann, der ging eines Tages ratsuchend
zu seinem Rabbi und hat dem sein Leid geklagt über diese unsäglichen Wohnverhältnisse und bat ihn um Hilfe, ob er nicht einen Rat für ihn hätte. Es wäre so unerträglich da in dem Haus und so. So dürfte es nicht bleiben. Und der Rabbi hat dann eine Weile nachgedacht und dann hat er ihn gefragt, bist du auch bereit, meinem Ratschlag zu folgen? Dann können wir ja das mal versuchen. Ja? Und der auf jeden Fall, also alles, was meine Not da lindern kann, das werde ich tun. Und natürlich werde ich deinem Rat folgen und so. Und dann fragte der Rabbi, sag mal, was hast du eigentlich für Tiere? Sagte, ich habe eine Kuh, ich habe eine Ziege, ich habe 10 Hühner. So, sagte der Rabbi, dann geh mal nach Hause, tu die Kuh, die Ziege und die 10 Hühner noch rein in dein Zimmer. Einigermaßen entsetzt, aber hatte ja versprochen, dem Rat des Rabbi zu folgen und tat also diese Tiere noch mit in seine Einzimmerwohnung rein. Und am nächsten Tag war er schon wieder beim Rabbi und sagte, Rabbi, es ist so entsetzlich. Ja, also jetzt ist ja meine Wohnung fast noch zum Stall geworden und so unerträglich, wie die Hühner da auf dem Tisch rumpicken und dann die Ziege und so. Na gut, sagte der Rabbi, geh nach Hause und nimm die Hühner raus. Am nächsten Tag kam er wieder und sagte, ach, das ist so entsetzlich, die Ziege knabbert alles an, die überall im Haus und ihre Köttel und so weiter. Und es ist entsetzlich. Na gut, sagte der Rabbi, geh nach Hause, nimm die Ziege raus. Ja. Ja, am nächsten Tag war er wieder da und sagte, Rabbi, es ist entsetzlich mit der Kuh. Also, sie hat meine Wohnung praktisch zum Stall gemacht und überall Kuhfladen und so. Ein entsetzlicher Dreck und so. Und na, sagte der Rabbi, geh nach Hause und nimm die Kuh raus. Und ging er nach Hause, nahm die Kuh raus. Am nächsten Tag kam er zum Rabbi. Rabbi, du hast mich glücklich gemacht. Das Haus ist sauber. Die Menschen, die da drin jetzt sich aufhalten, liebe ich. Ich danke dir. Und naja, damit war also das Glück in dieser engen Wohnung wiederhergestellt. Und ich erzähle diese Geschichte jetzt im Zusammenhang mit dem, was der Buddha nämlich empfohlen hat. Der Buddha hat zum Schluss seines Lebens über die achtfache Wachheit eines großen Wesens sich ausgelassen. Und Dogen hat das, was der Buddha da zuletzt gesagt hat, in dem Kapitel Hachidainin Kaku in seinem Shobogenzo aufgezeichnet. Und es sind insgesamt eben 8 Wachheiten, die der Buddha da empfohlen hat, bevor er ins ewige Nirvana eingegangen ist, an seinem letzten Lebenstag. Und ich lese jetzt mal die ersten beiden vor. Die anderen kann ich vielleicht noch erwähnen. Aber die sind bis heute sehr, sehr wichtig. Und man kann sagen, Dietmar war klein, er war ein einfacher Mann. Aber diese ersten beiden Wachheiten, die der Buddha da verkündet hat, die hat er auf jeden Fall täglich geübt, ja. Also, die erste Wachheit.
wenig Ansprüche haben. Wenig Ansprüche haben bedeutet, den Dingen, die wir uns mit unseren fünf Sinnen noch nicht zu eigen gemacht haben, denen nicht überall nachzustreben. Der Buddha sprach: Ihr Mönche, ihr solltet gut verstehen, dass einer, der viele Ansprüche hat, auch viel Mühe und Not hat, denn er versucht, viel zu erlangen. Ein Mensch mit wenig Ansprüchen versucht, nichts zu erlangen. Und weil er anspruchslos ist, empfindet er auch keine Qual. Schon deshalb sollte man sich mit wenig Ansprüchen begnügen, ganz zu schweigen von den vielen Verdiensten, die entstehen, wenn einer wenig Ansprüche hat. Wer wenig Ansprüche hat, braucht sich nicht zu verstellen, um die Gunst anderer zu gewinnen, und er wird auch nicht von seinen Sinnen hin und her gerissen. Wer sich mit wenig Ansprüchen begnügt, ist gelassenen Geistes und kennt weder Sorge noch Leid. Er hat genug an den Dingen, die ihm begegnen, nie fehlt es ihm an irgendetwas. Wer mit wenig Ansprüchen lebt, lebt im Nirvana. Das heißt, wenig Ansprüche zu haben. Und das zweite Wissen ist das Wissen, dass es genügt. Das Wissen, dass es genügt, bedeutet, Maß zu halten mit den Dingen, die wir empfangen. Buddha sprach: Ihr Mönche, wenn ihr Mühe und Not entfliehen wollt, solltet ihr genau erkennen, dass es genügt. Die Lehre vom Wissen, dass es genügt, ist wie eine sichere Burg in überfließendem Glück. Ein Mensch, der weiß, dass er genug hat, ist zufrieden und glücklich, selbst wenn er auf dem Erdboden schläft. Wer nicht weiß, dass er genug hat, dem lässt selbst ein Himmelspalast noch zu wünschen übrig. Wer nicht weiß, dass er genug hat, ist arm inmitten seines Reichtums. Ein Mensch, der weiß, dass er genug hat, ist selbst in Armut reich. Wer nicht weiß, dass er genug hat, wird ständig von seinen fünf Sinnen hin und her gerissen und bemitleidet von dem, der weiß, dass er genug hat. Das heißt zu wissen, dass es genügt. Und Dietmar war jemand, der wusste, dass es genügt, der wenig Ansprüche hatte, der sich zufrieden in einem schlichten, einfachen Leben eingerichtet hat und in dieser Hinsicht wirklich Vorbild für uns gewesen ist. Er war ein freundlicher, humorvoller, hilfsbereiter, anspruchsloser Mensch, hat uns das Tanzen morgens beigebracht und hat uns Tee eingeschenkt. Ja, an ihn möchte ich vor allem erinnern hier in unserer Runde. Zu diesem weiteren Erwachen eines großen Wesens gehört das Thema, was wir gestern besprochen haben, nämlich Gleichmut. Da sagt der Buddha, das dritte Erwachen besteht darin, heitere Gelassenheit zu genießen. Das heißt, allein an einem stillen Ort zu bleiben. Das nennt sich die Klarheit der heiteren Gelassenheit genießen. Und das wird jetzt noch ausgeführt. Das nächste Erwachen ist sorgfältiger Krafteinsatz.
Also dafür zu sorgen, dass man die Kräfte hat, um die Aufgaben, die man sich vorgenommen hat, zu bewältigen und dadurch in eine heilsame Praxis umzusetzen. Das fünfte Erwachen ist richtiges Denken aufrechterhalten, nicht die Achtsamkeit vernachlässigen. Das sechste Erwachen besteht darin, Meditation zu praktizieren, im Dharma beheimatet zu sein, ohne Verwirrungen. Das siebte Erwachen ist Weisheit kultivieren. Es bedeutet vor allem einfühlsames Zuhören, besonnen zu sein und zu üben, um Verwirklichung zu erreichen. Das achte Erwachen ist für uns auch nochmal sehr interessant. Der Buddha empfiehlt, sich nicht in nutzlosen Diskussionen zu engagieren. Das heißt, Verwirklichung erfahren und frei vom unterscheidenden Denken zu sein, mit einem tiefen Verständnis des wahren Marks aller Dinge. Dies nennt man, sich nicht in nutzlose Diskussionen zu verstricken. Der Buddha sagte dazu: Mönche, wenn ihr in nutzlose Diskussionen geratet, wird euer Geist sich zersplittern. Dann werdet ihr unfähig sein, Befreiung zu erlangen, selbst wenn ihr euren Haushalt verlassen habt. Wenn ihr also in die Hauslosigkeit gegangen seid. Deshalb solltet ihr ohne Umschweife den zersplitterten Geist und nutzlose Diskussionen hinter euch lassen. Wenn ihr die Freude der Klarheit erreichen wollt, dann braucht ihr Heilung von der Krankheit nutzloser Diskussionen. Geht weder zu Maischberger noch zu einem. Dies nennt man, sich nicht auf nutzlose Diskussionen einzulassen. Gut. Also das waren die letzten Empfehlungen, die der Buddha uns gegeben hat. Und ich finde, die sind immer noch brandaktuell. Und natürlich die ersten beiden, wenig Ansprüche haben und zu wissen, dass es genügt. Das ist eigentlich das Leittraining, was man der Menschheit jetzt in dieser Situation, in der wir uns befinden, vor allem angedeihen lassen sollte. Und die Frage ist, wie bringen wir unsere Zeitgenossen dazu, diese spezifische Form des Mitgefühls, nämlich sich darüber im Klaren zu sein, was genügt und mit wenig Ansprüchen auszukommen, um diese Welt zu genießen, wie wir das umsetzen können. Gut, das mache ich dann im nächsten Tisch. Also, heute Nachmittag werde ich um 3 Uhr zu der kleinen Gedenkfeier gehen für Dietmar. Wir werden erstmal einige Tanzkreistänze machen, die er besonders geliebt hat, wenn der Schnee das zulässt auf dem Platz. Und anschließend findet ein Kaffee trinken statt mit den Leuten, die seiner gerne gedenken wollen. Sein Körper mit dem Sarg ist von seinen Angehörigen schon nach Deckbergen, wo er mal gewohnt hat, gebracht worden. Und die machen ihre eigene Trauerfeier, die jetzt mit dem Lebensgarten nichts zu tun hat. Aber wir hier im Lebensgarten wollen auch noch mal unseren Dietmar hochleben lassen in dieser Feier. Und deshalb kann es sein, dass das Nachmittagsdoksan womöglich erst um 5 Uhr beginnen kann, weil ich bei dieser Feier bin. Aber da ihr ja alle wisst, was genügt,
bin ich unbesorgt, dass ihr euch darauf einstellen könnt. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.